Ja, hallo, liebe Genossinnen und Genossen, Brüder und Schwestern, Friedensfreundinnen und Friedensfreunde. Das ist also mein erster Videolog. Und möchte hier mit der Welt mitteilen, was mich so in den letzten Wochen bewegt hat. Das war vor allem der Krieg der NATO gegen Libyen. Die Invasion von Tripolis durch als Rebellen getarnte SAS-Spezialkommandos aus Großbritannien, Fremdenlegionäre, Söldnern aus dem Emirat Katar, mit militärischer Koordination durch die NATO und ihre Verbündeten, die vor allem reaktionäre Golfmonarchien sind, wie Saudi-Arabien, Katar, Bahrain und so, die selbst in einer massiven brutalen Unterdrückungsaktionen die Opposition in ihrem Land zum Schweigen gebracht haben oder noch dabei sind. Nun, wo fange ich am besten an? Also am besten fange ich mit der Invasion von Tripolis an, die kurz vor meinem Geburtstag, so um den 21., 22., begonnen hat. Eine gesamte Invasion wurde fürs Fernsehen vorbereitet mit vorgefertigten Filmen. Die Fehler sind durch verschiedene Internetseiten aufgedeckt worden. Also ich persönlich war überrascht mit welcher Kaltschnäuzigkeit Al Jazeera und die westlichen Medien, allen voran Sky, CNN, Fox, Kriegslügen nicht nur verbreitet, sondern eine komplette virtuelle Realität geschaffen haben für die Nachrichtenkonsumenten an den Fernsehern. Also von einem befreiten Tripolis kann nicht die Rede sein im Sinne der NATO. Große Teile der Stadt leisten massiv Widerstand gegen die Eindringlinge. Dort, wo die NATO und ihre Verbündeten die Herrschaft an sich gerissen haben, gibt es massiven Wassermangel. Die Wasserversorgung Tripolis wurde von der NATO und den Spezialkommandos zerstört. Mittlerweile soll es Gaddafi in die Schuhe geschoben werden, wie alles. Auch die 100.000 Toten laut libyscher Regierung, beziehungsweise 50.000 Toten laut Rebellen. Augenzeugen berichten, dass die Truppen in Tripolis nicht unter dem Kommando dieses sogenannten aus korrupten Regimeelementen und Geheimdienstlern des Westens zusammengesetzten Übergangsrat besteht, sondern dass die ihre Befehle von einem Al-Qaida-Kommandanten übernehmen, der seinerseits im Dienste der NATO steht, der in Guantanamo eingesessen hat über Jahre, vermutlich, wer weiß, was ihn dazu getrieben hat, jetzt wieder für die CIA zu arbeiten. Auf jeden Fall, es werden ethnische Säuberungen gegen Schwarze durchgeführt. Es sind nämlich Schwarze sind in Libyen eben nicht irgendwelche Afrikaner, südlich der Sahara, sondern 30% der Bevölkerung Libyens ist schwarz. Diese Bevölkerung wird zusammengetrieben und massakriert von den sogenannten Rebellen, die von der NATO logistisch koordiniert werden und materiell mit Waffen und Geld, das dem libyschen Volk gestohlen wurde, finanziert werden. Und dass die Rolle der westlichen Linken und Friedensbewegung, ja, kann man nur als einen totalen Verrat, ein totales Scheitern bezeichnen. Wieder mal hat man sich von der Propaganda ins Bockshorn jagen lassen, ja nicht als Verbündeter
eines angeblichen Diktators gesehen zu werden. Das hat schon funktioniert. Die Antikriegsbewegung und die Friedensbewegung von einer Solidarität und einem Schulterschluss mit dem Irak, seinem Widerstand, seinen Streitkräften, seinem Regime abzuhalten. Und das hat in Jugoslawien funktioniert, in Serbien, in Kosovo. Es hat funktioniert jetzt in Libyen, es wird wieder funktionieren in Syrien. Es kann einfach nicht sein, dass wir uns von den Verbrechern, von den Sprachrohren des größten Kartells an Massenmördern und Kriegsverbrechern in der Menschheitsgeschichte diktieren lassen, mit wem wir uns verbinden und wem nicht. Ja? Es ist dringend notwendig, dass wir unser Verhalten ändern, als Linke, als Fortschrittliche, als friedensinteressierte Menschen, friedensbewegte Menschen in Deutschland und der westlichen Welt. Die Analyse ist grottenfalsch, die von großen Teilen auch der eher radikaleren Linken vertretenen Strömungen, also es war von vornherein klar, für jeden, der sich ein bisschen mit Libyen und mit dem arabischen Raum auskennt, dass diese dass Revolutionen dort, wenn sie die Unterstützung der westlichen Medien oder von Feudalistenmedien wie Al Jazeera, dem Eigentum des Emirats von Katar, ja, keine Revolution sein können. In unserem Sinne. Es sind Machtübernahmen neuer Herrscherklicken und im Zuge eines euphorischen vom Frühling euphorisierten arabischen Jugend kann man auch nebenbei mal die alten Feinde beseitigen. Ja. Also mit der Bush-Methode im Irak hat man nur geschafft, alle Araber gegen sich aufzubringen. Und jetzt hofft man halt, durch eine Fake Revolution, durch eine farbige Revolution, wie sie schon in verschiedenen Teilen der Welt ausprobiert wurde, in der Ukraine, in Georgien, im Libanon, diese Methoden eben jetzt zu kombinieren mit einem Putsch. Denn nichts anderes ist es, die ganzen ehemaligen libyschen Regimekräfte, die jetzt unter der Monarchistenfahne von den westlichen Verblödungsmedien als Freiheitskämpfer, als Demokraten gefeiert werden, die sind am 16. Februar nun ja, am 16. Februar hat die libysche Regierung neue Antikorruptionsgesetze erlassen und diese Leute wären ganz einfach Opfer dieser Antikorruptionsgesetze gewesen. Es geht darum, dass ein kleinbürgerlich jakobinisches Regime aus dem Libyen hervorgegangen ist, nun auf dem Scheideweg war zwischen einem sozialistischen Weg und der Machtergreifung der Reichen, der Privilegierten in Libyen, die gerne eine eigene, richtige Bourgeoisie werden wollen, die den Ölreichtum des Landes nicht mehr für Bildung, Soziales, Gesundheit, Lebensmittel und Stromsubventionen ausgeben wollen, sondern die planen, es eben für sich zu behalten. Eben, sie wollen Paläste bauen wie in Dubai. Sie wollen das Geld verprassen in Orgien mit anderen Angehörigen der globalen Finanzelite. Sie wollen Teil der herrschenden Elite der Welt werden. Und sie haben dabei schon den größten Fehler gemacht, den man machen kann, nämlich das, was sie einbringen können, für ein Apfel und ein Ei an die NATO abzutreten.
So sieht es aus. 35% des libyschen Öls wurde von diesem Marionettenrat bereits an Frankreich gegeben. Und solche Leute werden nach wie vor als demokratische Revolutionäre von einigen, vor allem trotzkistischen Gruppierungen gefeiert. Und es zeigt das Elend, dass die Verkommenheit, die moralische, die theoretische, die analytische Degeneration der gesamten westlichen Linken. Denn bis auf ein kleines Häufchen, wie zum Beispiel die Kommunistische Initiative und einzelne Aktivisten in der Linkspartei und der DKP, ist eigentlich nichts irgendwie da, was was sich dem entgegenstellen könnte. Die herrschende Propaganda hat wieder einmal geschafft, uns unsere Freunde vorschreiben zu wollen. Und wir sind darauf eingegangen, also zumindest die Mehrheit der Linken und der sozialistischen Kräfte in Deutschland. Es wird nach wie vor von einer demokratischen Revolution berichtet bei Marx 21. Die Verbindungen der führenden Kräfte mit dem CIA, mit dem Al-Qaida-Ableger Libyan Islamic Fighting Group und anderen teilweise monarchistischen Rebellen lässt sich eigentlich nicht halten. Ja? Wir sind, das wäre ungefähr so, als hätte 89 der Linksruck mit schwarz-weiß-roten Fahnen gegen Honecker demonstriert. So eine abstruse Konstellation wäre, eine solche abstruse Konstellation wäre undenkbar, aber in Libyen ist das kein Problem, ja. Diese trotzkistischen Mini-Internationalen sind nicht in der Lage, ideologische Klarheit aufrechtzuerhalten. Sie sind leicht zu unterwandern von den Geheimdiensten und mit ihrem Einfluss auf die restliche linke Szene Verwirrung zu stiften. Und jeder Aktivist sollte sich fragen, ob es denn überhaupt möglich ist, dass die bürgerlichen Medien eine Revolution feiern, die wirklich eine ist. Sicher, die Empörung und die Frustration und die Armut in Ägypten und die soziale Ungerechtigkeit, also in Ägypten und Tunesien, hat zum Himmel geschrien. Aber jetzt hat man alte korrupte Marionetten durch neue korrupte Marionetten ersetzt, die wie Tunesien jetzt Frankreich Basen einräumt auf ihrem Territorium. Es gilt, nichts ist, wie es scheint. Und es ist erschreckend, wie wenig selbstständig die Leute hier denken, die nach all diesen Erfahrungen mit den Kriegslügen und diesen Täuschungen, diesen Hufeisenplan, den Lügen über Saddams Irak und so weiter, hätte man eigentlich lernen müssen, dass diesen Kräften, dass diesen Massenmedien, die zum Herrschaftsapparat der Imperialisten gehört, nicht zu trauen ist. Allein schon, dass die westlichen Medienpartei für diese monarchistischen, islamistischen, NATO-bezahlten Söldner Partei ergreift, hätte schon stutzig machen müssen und alles, was dem Imperialismus schadet, ist nun mal in erster Linie nicht zum Schaden der werktätigen Klassen. Und diese einfache Grundregel, auch wenn man gar keine Ahnung hat, sollte man dennoch befolgen. Und ich freue mich aufs nächste Videoloch. Bis bald.